Hallo ihr Lieben, heute ist Ostersonntag und wir nehmen euch in diesem Video mit, wie wir Eier färben und uns so ein bisschen auf Ostern vorbereiten. Und natürlich nehmen wir euch auch mit beim Eiersuchen. Viel Spaß mit unserem Vlog. Tschüss! Wir wollen Eier färben. Das die Mama. Fast hingefallen. So. Kommt hier Farbe drauf für die Stempel. Und der Rest kommt da rein. Und das noch da rein. Jetzt haben wir die Farben schon, ne? Nee. Musst du aber mal mit den Löffeln noch mischen. Wie mischen? Ja, umrühren meine ich. Vermischen mit dem Wasser. Einmal umrühren. Für jede Farbe einen Löffel. Gleich mal gucken, was das überhaupt für Farben sind. Ne? Da waren auf jeden Fall so Stempel bei mit. Da ist der Eis drin. Ist auch ganz einfach, ist so ein Vlies bei. Dann nimmt man einfach nur die Stempelmotive und tunkt die gleich so da rein. Aber erst muss man die Eier färben. Kannst in jede Farbe ein Ei legen. Dann geht das ein bisschen schneller. Guck, das habe ich selbst gemacht. Grün. Ja, die sind nicht so gut geeignet, die Gefäße. Ne? Ich habe aber nichts anderes gehabt. Da. Muss man dann so ein bisschen duschen drehen, damit die die Farbe annehmen. Aber die färben sich schnell. Die sehen auch schön aus, so orange, ne? Und ist da Häschen. Sieht man jetzt nicht so gut. Ne, aber auf den Eiern sieht man das bestimmt. Okay. Blöderweise braune Eier, ne? Die werden nicht so schön. Bei ihr. Ja, den kannst du noch ein bisschen drehen. Ja, da sind schon mal fertig gefärbte Eier. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, ob die trocken sind. Schmetterfeder. Unten drunter sind die noch nicht trocken. Da muss ein bisschen aufpassen. Die Farbe ist getrocknet. Nein, so schnell trocknet die nicht. So schnell trocknet die nicht. Aber guck du hier. Guck ja, probier mal. Auch. Dann nimm mal dunkel. Nimm mal grün. Nimm mal grün oder eine dunkle Farbe. Geht? Nein. Also die Stempel waren schon mal ein Fail. Ne? Das hat schon mal nicht geklappt. Dann kannst du die Sticker doch drauf. Die sind schön geworden. Die sind jetzt schön geworden, ja, das stimmt. Ja, paar, Osterhasen. Ja, hier sind die. Kannst du auch machen. Aber du musst das Ei dann hochkant nehmen, wohl. Nicht der Robby. Nee, der muss auch mal gucken, was hier schon wieder los ist. Dann zeig mal deinen Osterhasen. Ja, sieht doch süß aus. Schon das erste kaputte Ei. Na, können wir gleich essen. Das Ei sowieso schon auf ist, können wir mal eben gucken, wie weich die geworden und sind. Übermorgen kommt der Osterhase. Übermorgen, ne? Ja, und hat jetzt das Kugel. Eigelb rausgeholt. Ja. Aber sie sind doch härter, wie ich eigentlich wollte. Und da tue ich gleich Maggi rein. Ich bin ein Maggi-Suchti. Laron, was machst du denn da? Bäume dekorieren. Ich kann wieder Sonnenallergie kriegen. Was machst du? Sauber. Auf so Ideen kommst auch nur du. Voll Sticker hier an die Bäume zu kleben. Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch frohe Ostern und hoffen, ihr habt auch so schönes Wetter wie wir. Es ist herrlich, schön warm und ich wünsche euch viel Spaß heute mit dem neuen Video von uns. Heute ist uns Ostersonntag und wir haben in dem Garten für die Kinder Eier versteckt. Die kommen jetzt runter und suchen. Mal gucken, ob sie alles wiederfinden. Und wir doch wissen, wo alles ist. Macht nichts. Einmal alle hier hinstellen. Süß! Gerade noch auf den Laron warten. Schön! Süß! Wir sind aber nicht deine. So, Laron, zuhören.
Einmal hier ein bisschen neben die Zoe, damit du... Super. Wir haben das aufgeteilt, ne? Hier ist der Noah am Suchen, da in der Mitte die Zoe und du bist hinten. Ich da hinten. Du hinten. So, Noah, dann komm. Und du hier, ne, in dem Umfeld. Und der Noah? Der ist da. Ist auch alles, soweit wie es geht, beschriftet. Ja, die gehört auch dazu. Ach, Laron. Hast du schon was? Nee. Einfach weitersuchen. Das ist alles von dir. Alles, was du hier findest in dem Bereich, ist dir. Und die Wäscheklammer? Die gehört auch dazu. Was in der Hütte? Weiß ich nicht. Nein, in der Hütte nicht. Das haben wir ja gesagt. Soll ich jetzt mal festhalten? Ja, guck mal weiter. Der Rutsche. Hier. Was ist das? Kaugummi. Ist das das Geschenk? Was? Gibt es noch eins in Geschenkpapier? Es gibt noch eins in Geschenkpapier. Hier. Oh, guck mal hier. Das ist quasi vor dem. Genau. Habe ich alles? Nein. Ich habe vier Sachen. Und hier ist irgendwo noch was. Ich habe da vorne. Hier. Ja, da hinten. Ah! Und Gummibärchen. Noch mehr. Habe ich alles? Nein. Du hast hinter die Rutsche geguckt. Habe ich alles? Ich weiß nicht, hol mal dein Körbchen, dann kann ich dir sagen, ob du alles hast. Dann müssen wir mal dein Körbchen holen, dann gucken wir mal da rein. Hast du denn dein Geschenk schon gefunden? Nö, ich habe nur ein, also einmal was unten. Stell mal da oben drauf. Warte, mach mal ein bisschen weiter weg. Da habe ich den Osterhase gefunden. Nee, da fehlt noch was. Den Quetschi. Fehlt noch was. Und die Kaugummis. Fehlt noch was. Da fehlen noch ein paar Teile. Wie viele? Weiß ich nicht. Ein paar noch. Hä? Mal beim Bauwagen noch mal vielleicht gucken. Ja, schönes Spiel. Ja. Habe ich alles? Ich weiß nicht. Guck noch mal lieber hier so am Rand. Entlang. Warte. Ja, schönes Spiel, ne? Ich glaube, du hast alles. So, hast du deine beiden Fruchtriegel und alles? Ja, natürlich 20 Mal gesehen habe. Aber... Habe ich alles? Ich glaube, ja. Papa? Hat der Papa die versteckt? Ne, ich habe die versteckt. Bitte? Ich glaube, du hast. Also wir gucken mal in dein Osternest rein. Hat er sein Geschenk auch? Ja. Hallo? Halli, hallo. Hallo Leute, ich fahre jetzt hier den Weg runter mit diesem kaputten Kettenhaus. Oh wei, oh wei. Weg ist er. So, unser Osterflock ist für heute beendet. Wir spielen jetzt noch ein bisschen Schiffe versenken. Danach gehen wir auch schlafen. Und ich würde sagen... Bis bald. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Tschüss.